Ja, Oliver Schmidt, normalerweise steht an dieser Stelle der Alex Hütter und normalerweise stehen hier lachende Gesichter. Die erste Saisonniederlage, ein deutliches 5:1 in Bregenz. Woran hat es eigentlich gelegen? Du sagst, das 5:1 haben wir verloren. Ich glaube, wenn man 5 Tore kriegt, kann man auswärts sowieso nichts holen. Es ist jedes Tor, sage ich mal, war streitbar. Beim ersten Tor wird der Reifel zusammengerauft, wird gefoult, wird gestoßen vom Spieler. Das zweite Tor war, glaube ich, abseits. Beim dritten Tor war dasselbe wie beim ersten, wieder gestoßen. Das sind alles streitbare Fälle, aber gut, wir brauchen uns nicht am Schiri auszureden. Nach dem 3:1 war das Spiel quasi, wenn wir einen kleinen Anschlusstreffer machen, war es quasi gelaufen. Das 4:1, 5:1, da ist dann alles für die anderen zusammengekommen. Natürlich der Ausstoß vom Hirschfloh war noch eine extreme Schwächung für uns, weiß ich auch nicht warum. Vielleicht wegen dem Abseits-Tor, dass ich zu viel aufgeregt habe, ich weiß es nicht genau. Aber ja, jetzt hilft es eh nicht. Jetzt werden wir die Fehler noch analysieren und im Dreier kommen die Chance, dass wir nächsten Dreier einfahren und dann geht es wieder los. Insgesamt hat man jetzt das dritte Auswärtsspiel gehabt bei eigentlich starken Gegner. Man muss ja sagen, ehrlicherweise bis zum 1:0 von denen nach vorne ist nicht besonders viel gegangen. Die Souveränität hinten hat halt auch ein bisschen gefehlt. Woran kann das liegen an so einem Tag? Ich finde, die Souverän hinten hat nicht so gefehlt. Wir haben eigentlich bis zum ersten Tor haben wir nicht viel zulassen. Es ist bei uns momentan schwierig, dass wir die Bälle bei uns halten. Wir haben Ballbesitz sicher weniger als die Gegner. Außer jetzt muss das eh nicht so wichtig sein. Aber wenn du immer der Kugel hinterherlaufst, ist klar, dass du am Schluss noch ein bisschen die Kraft wird. Und an dem liegt es wahrscheinlich. Wir müssen schauen, dass wir die Bälle bei uns halten und dann können wir das Spiel aufziehen und dann wird das auch wieder besser ausschauen. Die Chance war heute da, nachdem Anif gegen Wattens abgesagt worden ist, dass der Sieger der Partie ist jetzt Tabellenführer. Bei der Herfahrt hat man ein bisschen darauf gehofft, dass man als Tabellenführer nach Hause fährt. Wie schnell ist es jetzt möglich, dieses Spiel abzuhaken, nachdem ihr am Dienstag schon ein wichtiges Heimspiel gegen Seekirchen wartet? Am besten hacken wir das sofort ab. Gibt da gar keinen Grund, dass wir jetzt Trübsal blasen. Es ist der 5. Spieltag, wir sind noch immer gut vorne dabei, haben einen guten Start gehabt und wie gesagt, in 3 Tagen ist die nächste Chance, dass wir 3 Punkte holen, ist gut für uns, dass wir das sofort aus den Köpfen auszukriegen, das Spiel. Und dann geht's schon wieder los. Danke, alles Gute noch. Ja, Didi Emich, eine 5:1 Packung in Bregenz. Hergefahren ist man mit Erwartungen, dass man einen Punkt holt. Am Ende ist es dann auch aufgrund eines Ausschlusses, über den man streiten kann, ein deutliches Ergebnis geworden. Wo siehst du deiner Meinung nach die entscheidenden Phasen im Spiel? Ja, die entscheidenden Phasen, eine klare Entscheidung für mich ist einfach die rote Karten gewesen. Ich weiß jetzt nicht, was vorgefallen ist, es ist noch nicht ganz heraus. Das war mir vorentscheidend, weil man das 2:0 war meines Erachtens Abseits-Tor. Aber gut, das kann ich auch von da nicht so genau sehen, aber ich bin der Meinung, es war Abseits. Dann gleich drauf die rote Karten, die meines Erachtens ein bisschen ganz eigenartig war und dann eben beim 3:1 für mich ein ganz klares Foulspiel, bevor das Tor gefallen ist. Das hat die Partie zum Kippen gebracht und ob es jetzt dann 4:1, 5:1 oder 6:1 ausgeht, ist nämlich noch belanglos in dem Fall, weil da war nichts mehr zum Holen dann. Man hat aber gesehen, dass wir mit 10 Leuten nur aufs 2:1 verkürzt haben und darum bin ich eigentlich ein bisschen enttäuscht, dass der Schiri dann da das 3:1 einfach gegeben hat, was meines Erachtens nicht zum Geben war. Insgesamt muss man sagen, gerade bis zum 1:0 von die Bregenzer, das aus einer ganz kuriosen Situation ist. Wir haben eigentlich einen Freistoß für uns und dann haben wir eine 4:2 Überzahlsituation für einen Gegner. Hat sich die Mannschaft recht bemüht, organisiert zu stehen, auf den Punkt zu spielen. Wie kommt sowas zustande, so eine Freistoßsituation, wo man dann eigentlich in Unterzahl ein Tor kriegt? Ja, das ist ganz einfach. Nochmal, entscheidend ist, dass wir das taktische Foul nicht gemacht haben. Im Konter, wir haben die Situation gehabt, da ein taktisches Foul zu machen. Das haben wir nicht gemacht, aus Gründen auch immer. Das war ein klarer Fehler und deshalb haben wir dann in eine 4:2 Überzahl gekommen. Kann immer wieder mal passieren, sollte nicht sein, aber ist natürlich ein Thema, das ein bisschen eigenartig war. Aber nochmal, das ist nicht das alles Entscheidende gewesen in dem Spiel. Man wird auch jetzt einmal ein Tor kriegen, man kann Tore entstehen durch Fehler. Aber ich sehe das jetzt nicht so dramatisch, dass das eine außergewöhnliche Situation war. Es war natürlich ein bisschen eigenartig, aber wie gesagt, das taktische Foul muss man machen und dann schaut das besser aus. Der Oliver Schmidt hat vorher gesagt, er sieht das recht positiv, dass man in
wenigen Tagen wieder die Gelegenheit hat, gegen den SV Seekirchen zu Hause ein Pflichtspiel zu bestreiten, 3 Punkte möglicherweise einzufahren. Wie schnell bringt man so eine Partie aus den Köpfen der Spieler? Ja, es endet jetzt eh nichts. Wir können jetzt so lange herumsudern und das geht es gar nicht. Es geht einfach darum, dass wir jetzt positiv ins nächste Spiel reingehen. Wir haben ein Heimspiel, wir können das wieder ausmerzen, wieder ausbügeln. Ich bin immer davon ausgegangen, dass wir irgendwann einmal ein Spiel verlieren werden, das ist ganz normal. In Bregenz auswärts, wenn sie einige Mannschaften, andere Spitzenmannschaften auch noch schwer tun. Also man wird nicht ungeschlagen durch die Saison gehen. Und nochmal, das 5-1 ausgegangen ist eigentlich zu hoch aus meiner Sicht. Bregenz war sicherlich die abgeklärtere Mannschaft und ist auch die bessere Mannschaft gewesen, aber im Endeffekt war das Ergebnis für mich dann einfach ein bisschen zu hoch, aber das will ich ja nicht überbewerten. Auch diese Partie hat die Mannschaft wieder in Unterzahl phasenweise ansprechende Leistung gezeigt, man hat recht schnell auf 2-1 verkürzt. Wie zufrieden bist du mit der Moral der Mannschaft in so einem Spiel? Nochmal, also die Moral, glaube ich, kann man jetzt sehen, wenn man will, also die ist jetzt immer intakt gewesen, die wird ja jetzt in den Keller runterfallen. Wie gesagt, wir müssen auch lernen, manche Situationen noch cleverer anzugehen. Da sind wir noch nicht abgebrüht genug. Also wie gesagt, gerade solche Kontersituationen darf man nicht zulassen. Man muss da noch ein bisschen konzentrierter und organisierter sein. Und das muss man einfach jetzt Stück für Stück angehen. Es ist ein Lernprozess für uns. Wir sind jetzt Aufsteiger und mit dem muss man einfach einmal umgehen. Nur mal, weil wir haben jetzt zwar 4-mal angeschrieben, aber jetzt muss man aus dieser Niederlage einmal ein bisschen was lernen. Danke, alles Gute noch.